Na wunderbar. Na bitte, geht doch. Also kannst du sagen, du hast auch Trockenbau gemacht. Ich bin Trockenbauprofi. Ja, genau. So. Da kannst du ja, wenn du über die Decke. Gleichmäßig auftragen. Fläche nach 20 Minuten gründlich mit trockenen Lappen abreiben. Dabei auf restlose Entfernung von nicht eingezogenem Öl achten. Hartöl darf keine Schicht auf dem Holz bilden. Was ist das jetzt für Öl, Papa? Hartöl von Kreidezeit. Wie bitte? Hartöl von Kreidezeit. Vom Herrn Grosser, ja? Vom Herrn Grosser, ja. Speziell für Fußböden, Arbeitsplatten, Tische, Möbel und so weiter. Er hat das empfohlen, weil er das auf seinen Fußböden auch verarbeitet hat. Wir werden das jetzt hier verarbeiten und auf den Fußböden im Wohnzimmer. Mhm. Dann gucken wir mal, ob die genauso hübsch aussehen wie seine Fußböden. Ja. Sieht zumindest mal schön aus, so. Inhalt reicht für ca. 60 bis 100 Quadratmeter pro Anstrich. Also, 50 Quadratmeter haben wir da drin, knapp. Hm? Ja. Ja, knapp 40. Also das Wohnzimmer hat 40. Also sollte es reichlich. Schauen wir mal, ob deine Berechnungen stimmen. Nicht meine Berechnung, steht hier drauf. Ja? Deine Berechnungen. Meine Berechnung. Ja, schön. Gleichmäßig und satt. Das ist schön geschliffen, ne? Mhm. Schön mit der Faser und oben mal quer. Aber wichtig ist immer mit der Faser. Damit das richtig rein kann. Genau. Riecht gut. Schnuppert gut. Oh, diese Scheiße. Wie bitte? Schnuppert gut. Schnuppert gut? Hm? Nach Öl? Ja, vielleicht mache ich doch mal Schminktipps. Das ist so als... Naturparfüm. Ich habe neulich... Wobei, nee, ist ja kein Parfüm, also du kannst deine Hände damit behandeln. Ist ja Leinöl. Ja. Also Leinöl drin. Ja. Ich habe neulich, weil sie alle sagen, diese ganzen Sonnenschutzcremes soll man nicht nehmen, ja, mhm. Hier meine ganzen mhm. Verrückten und so, ne, haben sie eine Liste veröffentlicht, welchen Lichtschutzfaktor welches Öl hat. Mhm. Wenn du dich mit Sesamöl einreibst, mhm. hast du Lichtschutzfaktor 40. Wenn du dich hier mit einreibst, riechst du wie eine Holzwerkstatt. Vielleicht sollte ich das mal Mutti als Geheimtipp geben. Ja, dann kriegst du weiche Haut von. Ja, und Mutti riecht dann lecker für dich. Ich kann Hartwachs nehmen, aber das ist normale Leinöl, was wir haben. Ja, Hartwachs kriegt man keine weiche Haut von. Nee? Kriegt man harte Haut von. Naja, weil die Oberfläche sich... ja, ja. Versiegelt. Versiegelt. Dafür kriegt man keine Falten mehr. Wir sollten wirklich Schminktipps machen. Ja. So eine extra Serie. Schminktipps mit Papa. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Schminktipps von uns wollt. Ja, Schminktipps. Schminktipps, wenn Schminktipps, ja. Dann mit Lehmfarbe. Nee, dann mache ich das alleine. Dann machst du das alleine? Ja, das mache ich alleine. Ich promote dann den Kanal. Du promotest den Kanal? Ja. Wenn wir dich schminken dürfen, du willst dich auch nächstes Jahr als Frau registrieren lassen. Dann ja, genau. Wird das auch interessant. Ja. Leute, könnt ihr dann, das verlinken wir mal unten in der Videobeschreibung, den neuen Kanal Schminktipps mit Wolle. Nee, ich heiße ja dann nicht mehr Wolle, dann heiße ich ja irgendwie anders. Muss ich noch überlegen, den Namen. Das überlege ich mir noch, ja. Ja. So, naja, ja, Stufen. Stufen ölen. Ja. Das wird gleich noch lustig. Mhm. Na, lustig fand ich das nicht. Nee, ich auch nicht. Im Nachhinein ist lustig. Ja, im Nachhinein ist lustig. Über schlimme Sachen kann man im Nachhinein immer schön lachen. Mhm. Ja, aber erstmal machst du deine Wand noch. So, meine Wand. Ja. Ja. Zack, 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 siehst du? Ja. Mit der komischen Pistole da wieder. Mit dem Schrauber. Schrauber, Nagelschrauber diesmal. Ja. So, hier gibt's noch dran. Schön eine Wand schnitzen, mhm. wie immer. Weil das diesmal relativ gut ging. Ja, war ja schon alles dran. Wenn da unter USB-Platten sind, dann muss man nicht mehr so viel rummehren. Geht einfacher. Ja, weil du musst noch nicht mehr die Abstände messen und so. Ja, ne? Kannst die Schrauben einfach runter. Bap, bap, bap. Zack, zack, zack. Fertig. So, ja, jetzt sieht die Wand auch schon hübsch aus. Müssen wir wieder schnitzen. Du machst das. Achso, jetzt zeige ich dir erstmal, wie man das macht mit den Lappen. Ja. Wir lachen jetzt beide. Ja. Ja. Finde ich mhm. schön. Ja, ja. Mhm. Naja, kommt ja. gleich noch, Leute. Diese Woche bauen wir die Treppe ein.
Ja. Das seht ihr aber nächste Woche noch nicht. Nee, das dauert ein bisschen. Ja. Aber vielleicht posten wir ja schon mal ein Bild. Wir schnitzen uns eine Weide. Wieder mal. Na doch, am Schnitzen, siehst du? Naja, ja. Anpassen da oben. Ja, mit den Balken und dem Fensterschnitten und so. Das, ach ja. Ach ja. Da sind wir ja fast durch mit Trockenbau. Ja, nur noch da oben die eine Ecke. Ja. Ja. Wisst ihr, das war das, wo ich gesagt habe, die kleinen schmalen Streifen haben gefehlt. Ja, die dir dann von Markus bekommen. Die habe ich dann von Markus bekommen, ja. Ach, da ist runtergefallen. Die Platten, die gehen, siehst du das? Das ist eine Platte, die geht bis da oben hin. Und dann fehlt da oben so ein kleiner Streifen. Ja. So, du darfst das letzte Stück da oben anbauen. Oh. Trockenbau. Läuft hier eine Kamera? Ja, läuft eine Kamera. Wo? Hier. Hallo. Du darfst das letzte Stück da oben anbauen. Ach, ey, du sollst. So, wie macht man das? Erstmal brauchst du das Stück. Ja, das, genau, erstmal brauchst du das Stück. Gib mal ein Stück. Heidi, Franziska. Heidi? Ja. Du willst ja Trockenbau machen, da gehört auch, dass man das, die Platte sich zuschneidet. Ja, sie sagt anbauen. Naja, klar. Dann gehe ich von aus, dass das dann schon funktioniert. Nee, also das musst du schon mit zuschneiden. Also, zack, zack. Zollstock. Oh, ja. Wo sind dein Rollmaß? Oben. Hm. Wo ist denn hier noch? So, nun wollen wir mal was sehen hier. So, also das ist jetzt hier so 9,3. 9. 9. Ja. Ja, die andere Seite höher, auch 9, oder ist das höher da? Ach so. Wir sind in einem schiefen alten Haus, also muss man da immer... Da ist auch 9. Gut. Und jetzt brauchst du noch die Breite. Auch 9. Bis hier, ja? Ja, bis an den Balken ran, ja. 40,5. 40. Nee, 40,5. Ja, also, na dann schneid 40,5, wenn du meinst, dass du das dann da rankriegst. 40. 40. Ein bisschen spielen lassen. Ja. So. Hat 9 und 40. Ich hab nicht aufgepasst. 49. Du bist deine Baustelle jetzt. Wo ist mein Helm? Ja, den solltest du aufsetzen. Das hier stimmt ja nicht so ganz, ja. Was steht denn? Wieso stimmt das nicht? Weil das hier viel mehr stimmt. Superstar, ja. Superstar. Ja, du bist Modi so, Abdel. Du bist ein richtiger Superstar. Du brauchst nicht auf mich aufpassen. Ich hab's alleine schön. So. So. Das ist jetzt hier so ein Stück Trockenbau. Ja, zum Beispiel. Ich würde erstmal die Breite messen, ob das überhaupt in der Breite reicht. Und da sehen wir, dass überhaupt es nicht. Überhaupt nicht. Dass es nicht 40 ist. Ja? Also muss man nicht weiter zu anreißen, wenn das nicht 40 ist. Guck mal, da drüber steht ein schmaler Streifen. Hinter der, die du gerade gemessen hast. Das, ja genau. Das könnte ja passen, oder? Das ist zu lang, das sehe ich jetzt schon. Ja, dann muss man es abschneiden. Aber also wenn ich das in dem Tempo gemacht hätte, warum nimmst du denn nicht die rechteckige Kante hier und nimmst die runde dann? Wer ist hier bitteschön der Trockenbaumeister? Ja, du bist der Trockenbaumeister. Du brauchst eine rechteckige Kante und keine Runde. Ja, Hauptsache schneidest du nicht die Finger weg. Ja, Mutti. Okay. So. Und jetzt? Das könnte jetzt wieder wehtun. Und das ist auch falsch rum. Ist falsch rum. Ja, wenn du da schneidest, musst du doch mit der anderen zur anderen Seite machen. Da, so einfach geht das. Ja, so einfach geht das. Und jetzt? So, dann nehme ich mir hier mein Maß, meine Lehre. Ja? Mhm. Vielleicht mache ich auch so Tutorials für Mädchen. Nee, so, das ist zu knapp. Ja. Echt? Das kriege ich auch nicht hin. Komm mal her. Mal. Hier. Warte, also, Moment. Was denn? Ja. Nixes. Komm jetzt. Du bist der Lehrling. Ach komm, nur für einen kleinen Scherz. Meine Güte. Der Lieblingsrudel. So, fertig? Ja. Zack, gebrochen. Schneide ich lieber auch gleich, bevor du dir die Finger abschneidest. Ja, ist besser so. Ich brauche meine Finger zum Tippen. So. So, jetzt nehme ich den wieder. Ja. So, weiter geht's. Zack. So, jetzt brauche ich hier dieses. Welches? Ja. Gut. Jetzt guckst du aber erstmal, was da für Schrauben drin sind.
Und dann, dann siehst du, dass da Schrauben für Metall sind. Ja? Nee, sehe ich nicht. Die haben eine Schneidspitze und ein feines Gewinde. Ne, ist doch super, dann kommen die doch besser rein. Da ist kein Metall drunter, also musst du das nicht mit Metall machen. Da hinten sind die normalen Trockenbauschrauben mit Grobgewinde. Die sind jetzt nicht am Sitz dran. So, wenn man das hier sieht, ja, die haben ein grobes Gewinde. Im Vergleich zu denen? Im Vergleich zu denen, ups, sieht man das, ja? Ja, so. Sieht man. Die werden in Ständer geschraubt und die werden in Holz geschraubt. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Noch ein Tipp, da du ja drücken musst, wenn du auf der Leiter stehst und du drückst dagegen, geht die Leiter so weg. So doll kann ich gar nicht drücken. Also stellt man sich die Leiter so hin. Ja, dann kann man jetzt dagegen drücken. Machst du jetzt auch ein volles Baustellentipp? Ja, jetzt mal ein volles Baustellentipp. So wie die Mädels immer? Ja. So, jetzt packe ich das hier hin so, ne? Ja, und dann sehen wir, dass das da oben ein Stückchen zu hoch ist. Nee, dein Stell ist doch auch zu hoch. Ist das jetzt höher als der Fußboden dahinter? Naja. Ja, also musst du es noch abschneiden. Er darf nicht höher als der Fußboden sein, also hast du dich vermessen. Nee, ich habe ihn nicht vermessen. Sondern? Du hast schräg gebrochen. Ich habe überhaupt nicht schräg gebrochen. Doch, hast du. Da, schräg gebrochen. Hm. Hier ist schön und hier hast du aus. Du hast dich vermessen. Hast du absichtlich gemacht, um mich vorzuführen. Ich habe nur das gebrochen, was du geschnitten hast. Man nimmt Schrauben nicht im Mund. Echter Profi. Wenn du jetzt mal machst, ist die Schraube weg. Mach ich ja nicht. So, das müsste passen. Ja, halt mal. Ach, der Hobel. Ja, für wie gibt's? Der Hobel. Nee, ich... zu hoch. Ja. Ja, was denn ja? Du hast gesagt, nur die kleine Ecke da. Das ganze Stück ist so. Nee, du hast ist das ganze Stück. Hier ist der Fußboden. Also eigentlich perfekt in Flucht. Und schraub's an. Willst du nochmal gucken? Nö. Die Schraube muss leicht versenkt sein. Guck dir die anderen an. Ja, das war doch noch nicht fertig. Die ziehe ich so hinterher noch nach. Gut, hier, die andere Schraube. Leicht versenkt. Wunderbar. Na bitte, geht doch. Also kannst du sagen, du hast auch Trockenbau gemacht. Ich bin Trockenbauprofi. Ja, genau. So. Und jetzt öle ich meine Stufen. Und dann kannst du ja, wenn wir die Decke hier kannst du machen, wenn wir die Decke noch abhängen, dann hängst du die Decke ab, weil du ja Trockenbauprofi bist. Aber über Kopf kann ich nicht arbeiten, dann kriege ich Kopfschmerzen. Aha, okay. Trockenbauprofi, ja. Trockenbauprofi, ja. Mhm. Kümmer du dich lieber um deine Treppenstufen da. Und um meine Lappen. Und um deine Lappen. Mhm. Dass du da noch Öl an die Lappen kriegst. Genau, damit die schön brennen. Ja, jetzt haben wir sie nochmal geölt. Hast du zweimal geölt oder was? Naja, hast du doch gesagt, weil das so eingezogen ist. Ja. Okay. Weil das teilweise schon ziemlich schnell eingezogen ist. Du machst, was ich sage. Einfach so, ohne Diskussion. Diskutiert habe ich bestimmt. Ja, das hast du rausgeschnitten. Ja, weil das muss ja keiner hören. Ja, ja, musst du ja immer diskutieren. So, Fuddelei. So, jetzt müssen wir bloß noch hoffen, dass wenn wir die Treppe jetzt davor bauen, dass das Fenster dann noch aufgeht. Ach, dass es noch passt, ja. Sonst muss ich einmal Deko reinstellen und dann ist für immer vorbei. Ja, für die nächsten 100 Jahre. 100 Jahre, ja. Nur weil du das hier ändert haben wolltest. Jetzt schrauben wir da unten noch ein paar Latten rein, damit das besser hält. Die Revisionsklappe. Mhm.
Es war doch ein bisschen dünn, habe ich mir so gedacht. Schwapps noch ein paar Latten rein. Ja. Und dann geht das besser. Zack. Landleben. Das war eine Fliegenklatsche, die ihr gerade gehört habt. Scheiß Fliege hier auf dem Rechner. Eine. Ich habe 17 auf dem Rechner. Naja, ich habe ja auch schon ein paar erschlagen. Manchmal haben wir auch welche auf der Linse von der Kamera. Mhm. Wenn ihr so einen Kasten mit verschiedenen Bohrkronen habt, ja, und immer denselben für die Steckdosen nehmen wollt, müsst, dann solltet ihr euch den markieren. Ja? Das ist nämlich clever, wenn man den markiert. Dann kann man nämlich nicht falsch bohren. Vorausgesetzt, man merkt sich die Markierung und weiß, wofür die ist. So. Ja, Klugscheißer-Kommentare sind immer gut, ne? Ja. Ja. Danke an euch Klugscheißer. Wir waren das ja. Das, wir sind nicht mehr, wer das gesagt hat. Klugscheißert hat. Aber es macht sich, ja. Diesmal habe ich denn das richtige Loch gehabt. Ja? Ich, ja. Perfekt. Nicht wieder falsch gebohrt. Ja, dann haben wir da schnell noch eine Steckdose angebaut, weil im Flur eigentlich gar keine Steckdose war. Ja? Das ist natürlich clever. Ja. Guten Morgen, liebes Lieblingsrudel, liebe Schnäppchenrudel und alle, die sonst einfach nur zugucken, weil sie jemanden arbeiten sehen wollen. Wir haben Samstag, Wochenende, wir sind auf der Baustelle, beziehungsweise nur ich bin auf der Baustelle. Der Papa muss heute arbeiten. Keine Ahnung, was das bedeutet. Eigentlich ist ja Arbeiten hier, aber ich werde jetzt heute hier nicht so mega viel filmen, weil ich irgendwie nur so kleine Pissjobs aufgetragen bekommen habe. Also ein bisschen aufräumen. Ich werde die Treppenstufen, die letzten vier, die noch übrig sind, die werde ich noch ölen. Ach Gott, Leute, da ist was passiert letzte Woche. Das muss ich euch unbedingt erzählen. Ihr habt ja gesehen, ich habe die Treppenstufen geölt und dann muss man die ja so schön einstreichen, 20 Minuten ungefähr sitzen lassen, damit das Öl schön einziehen kann und dann mit einem weichen Baumwolltuch abreiben. Jetzt steht natürlich auch auf den Verpackungen von den Öldingern da, von den Ölkanistern oder was auch immer, steht ja auch drauf, man soll die Lappen nicht hinterher in Müll schmeißen, in irgendwelche geschlossenen Behältnisse, weil da sich Feuer entwickeln kann. Ja, das geht sehr schnell. Auch wenn man sie nicht in geschlossene Behältnisse gibt, kann es vorkommen, dass diese Lappen tatsächlich so heiß werden, dass sie Feuer fangen. Wie auch immer, es ist passiert. Und ihr könnt echt von Glück reden, dass ich jetzt hier stehe. Wenn der Vater nicht auf seine Eingebung gehört hätte, dann wäre die Bude jetzt abgefackelt. Ich habe nämlich die Lappen einfach so in der Ecke geschmissen, auf eine Palette. Ich dachte, die wären okay so, waren sie offensichtlich nicht. Und nachdem ich fertig war und dann auch abgehauen war und alles, hat sich der Vater gedacht, ach, ich fahre noch mal rüber, guck noch mal. Der war ja dann irgendwie unterwegs, den ganzen Schrott hier wegbringen, den ganzen Hänger voll mit Abfall, irgendwelche Müllsäcke und weiß ich nicht, Kartons und all so ein Scheiß, der da drin war. Und dann hat er sich gedacht, ach, ich fahre noch mal am Häuschen vorbei und guck mal, ob alles in Ordnung ist. Und dann kam er hier rein und hat sich schon gewundert, warum das so komisch riecht. Da hat er erst gedacht, die Nachbarn grillen oder so. Dem war aber nicht so. Als er dann nämlich rausgegangen ist, hier aus der Küche, hier in der Küche hat er es schon riechen können. Und als er dann rausgegangen ist, hat er hier auf dieser Palette, Moment, hier auf dieser Palette lagen die ganzen Lappen und die fingen an zu dampfen. Und dann hat er so runtergenommen und jetzt zeige ich euch mal das Resultat. Geil, oder? Das hätte ganz übel enden können. Ja, die waren offensichtlich nicht ausgebreitet genug. Waren so noch so leicht zusammengefaltet. Lagen aber, wie gesagt, an der frischen Luft. Aber offensichtlich hat bei den Temperaturen, und sie lagen noch nicht mal in der Sonne, offensichtlich hat bei den Temperaturen es schon gereicht, dass das Öl Feuer gefangen hat. Geil, oder? Könnte man ein Thumbnail draus machen. Bude abgefackelt oder sowas. Naja, Glück im Unglück. Es ist nichts passiert. Er konnte das Haus retten. Schreibt mal in die Kommentare, was für ein Held der Papa ist. Ich bin ja total begeistert,
dass der tatsächlich auf seine Eingebung gehört hat und nochmal ins Haus gefahren ist. Das hätte ja auch ganz anders enden können, ne? Na gut, aber dadurch, dass die Hütte jetzt noch steht, ist immer noch ganz viel Arbeit zu tun. Werde ich mich mal ranmachen. Feuerteufel. Feuerteufel. Mhm. Du hast die nicht ein bisschen zusammengelegt? Die waren zusammengeknüllt auf der Palette, ja? Ja. Und das hat auch nichts mit den Außentemperaturen zu tun, sondern offensichtlich mit einer chemischen Reaktion oder mit irgendeiner Reaktion innerhalb mit diesem Öl und diesem Lappen. Ja, genau. Ja? Und da steht auch drauf beim Öl, man soll die Lappen nicht in geschlossenen Behältnissen, weil die sich Brand entwickeln können. Ja? Aber es lag ja nicht im geschlossenen Behältnis, sondern es lag auf einer Palette. Also, auch zusammengefaltet können die Lappen Brand entwickeln. Ja. Ja, das haben wir jetzt für euch mal ausgetestet. Sozusagen. Ja, also nicht nur einfach nicht in eine Mülltüte schmeißen und die Mülltüte zu machen, sondern generell ausbreiten die Lappen und zum Trocknen aufhängen. Oder unter Wasser legen. Ja, oder unter Sand. Jetzt liegen sie ja im Sand, im Dreck irgendwo. Halb verrudelt. Jetzt sind sie auch trocken, jetzt ist ja auch nichts mehr. Ja, aber passiert ja nichts mehr. So, du räumst auf und machst Stufen. Ja. Wie oft machst denn du die Stufen? Nee, musste ich ja mehrfach machen. Ja, so. Ich dachte, musste die ja auch nochmal abschleppen. Das war ja dasselbe wie mit den Pfosten da. Ja. Da war ich ja auch so. Guck mal, da bist du wieder an der Tür. Ja, habe ich auch mal wieder mit reingenommen. Hast du mal wieder mit reingenommen? Habe ich mal wieder mit reingenommen. Hast du mal wieder was gemacht? Ja, ja, habe ich mal wieder was gemacht. Ja, weil ich gesagt habe, du kannst da erst einziehen, wenn die Türrahmen fertig sind. Das hast du aber erst letzte Woche gesagt. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, es war bei Mädels at Work. Die haben so eine Schleifmaschine, da hält kein Schleifpapier dran. Dasselbe Problem habe ich auch gerade mit dem Multitool. Ich weiß nicht, was das hier für komische Schleifpapier-Dingchen sind. Auf jeden Fall fallen die dauernd ab. Ist aber nicht so schlimm, weil die Stellen hier an der Tür, die ich gerade bearbeiten muss, will, da komme ich eh nicht mit dem doofen Multitool dran. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich uns hier die schön verputzte Lehmwand kaputt haue, wenn ich da zu nah mit dem Multitool dran gehe. Also werde ich jetzt mal die gute alte Handarbeit machen. Da dürft ihr jetzt ein bisschen zugucken, weil ihr habt ja lange nicht gesehen, wie ich Türen abschleife. Also. Das haben sie lange nicht gesehen. Das haben sie nicht nur lange nicht gesehen, das hast du auch lange nicht gemacht. Ja, das stimmt. Weil du mich ja immer mit anderen Aufgaben zugeschissen hast. Naja, wenn du das so gemacht hättest, wie ich es gesagt habe, waren die ja schon lange fertig. Feinspachtel, matscht sich Feinspachtel. Ja. Ja, hast du doch dann gemacht. Der war aber nicht so fein, wie du gedacht hast. Doch, ne? Der war schon. War das nicht der so körnig war? Nee, das war das nachher. Das war der normale Spachtel für die erste Schicht. Okay. Wie du siehst. Und dann kam erst der Feinspachtel. Dann kam erst der Feinspachtel. Achso, dann habe ich das da falsch reingeschrieben, bitte entschuldigt. Klugscheißer, wenn ihr jetzt schon in die Tasten gehauen habt. Das können sie nicht gesehen haben. Ja. Noch schön verputzen. Aber irgendwie hatte ich den eine Spur zu dünn angesetzt. Und das hat sich nicht sonderlich gut gemacht. Ich war etwas außer Übung. Aber jetzt geht's wieder. Ja, der Maler Micha hat ja oben alles gemacht. Ja, genau, darum war ich etwas außer Übung. Aber hast du gut hingekriegt. Ich finde, das Resultat sieht toll aus. War ja nur eine kurze. Zack, schön, zack. Guck mal, wie das da abziehst und so. Mhm. Toll. Ja. Wer ist da denn? Ha? Wer ist denn da? Ach, hör auf jetzt hier. Wie? Scheiße. Wie scheiße? Mit der Scheiße, das ist so. Es ist Filmen, keine Scheiße. War schon 15 Euro, aber uns ist der Scheißabfluss verstopft. Dann klaust du jetzt hier von der Baustelle ein 50 Euro, oder was? Sowieso meins, ist egal. Alles meins. Alles meins. Meins, 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 meins. So, klaue 50 Euro. Nur Drasch mit dem Mist. Ja, also ist das, wenn man ein Haus hat, ne? Ja. Oder zwei. Oder drei. Oder drei. Das sieht aber so aus, als wärst du da eine Nacht vorher beim Skatspielen gewesen. Nee, ich war nicht beim Skatspielen. Der Abfluss war verstopft. Und als ich morgens aufgestanden bin und da das Wasser drin stand, war mir klar, dass mein Tagesplan wieder im Arsch ist. Du hattest einen Plan, aber der Plan war scheiße. Nee, der war nicht scheiße, der war gut. Aber die Realität dazu war nicht sonderlich gut. Siehst du, so ist das mit Realitäten. Ja, naja, in so einer fiktiven Realität lebe ich ja nicht. Ich lebe ja in einer realen Realität. Deswegen sind da auch mal Abflüsse verstopft. Du lebst in einer Realität, die dir passiert. Ja. Andere Leute leben in einer Realität, die sie sich selber kreieren. Ja, naja, das ist...
Früher hat man solche Leute eingewiesen. Ja, heute dürfen die frei rumrennen. Manche davon sind sogar in der Politik. Guten Nachmittag. Naja, ich bin schon seit heute Morgen hier. Ja, ich musste ja eine Scheißverstopfung. Eine Scheißverstopfung? Nee, das war nicht scheiße, war von der Küchenspüle. Bei Oma oder? Achso, nee. Bei uns, ja. Aber ich habe es nicht hingekriegt, muss ich morgen anrufen. Meine Geräten reichen nicht aus. Geräten reichen nicht aus. So. Habe ich das ja schon gezeigt, wie schön ich das gespachtelt habe alles? Das erste Mal. Jetzt wird nochmal überall gespachtelt. Dann wird das wird das Fugenband eingezogen. Und dann müssen wir was tun. Jetzt machen wir die Küche mal weiter, ja, dass sie mal fertig wird. Yay! Da willst du ja endlich einen Kuchen backen. Und Essen kochen, vor allen Dingen. Hast du hier schon das ganze Besteck drin? Ja. Ich muss doch hier noch arbeiten, das ist doch noch ja nicht fertig. Mensch, ja. Also. Ja. Na was, du willst auch Kuchen essen auf der Baustelle, da braucht man auch Besteck. Ja. Ja, wo soll ich das? Ja, da bin ich fassungslos. So, jetzt runter mit meiner kleinen Makita-Kantenfräse, siehst du? Ja, mit einem anständigen Kantenfräser und nicht ja, mit dem Billigzeug aus China. Ja, ich habe ja dann richtig gekauft. Ja. So, dann machen wir erstmal ein bisschen Yoga. Ja. Frühsport. Ich unterm Schrank, du ziehst am Schrank. Noch ein bisschen Nachrichten. Mhm. Hat er sich wieder ein bisschen gesetzt. Und dann die schönen Platten drauf. Nur falls ihr euch fragt, warum die Baustelle nicht schneller geht, weil er immer irgendwas sucht. Ja, weil du immer alles irgendwo hin und her kramst. Ich muss stimmt hier, doch ja muss nicht. Ich muss mich so einschränken, weil du deine so Schränke schon geräumt hast. Ja? Musst du dich doch ja nicht schon, einschränken. Du musst ja schon nicht schauen, ja? Und naja, Bestecke und so, obwohl es noch eine Baustelle ist. Sonst hättest du da keine Kuchengabel. Mann, ey. So, guck, jetzt machen wir das Eckregal dran. Da wir das ja nicht mit dem Kühlschrank verschrauben können. Mhm. Nehmen wir Spiegelklebeband. Spiegelklebeband. Ja. Was ist das denn für dekadenter Mist? Wachsen wir hier unten dran. Zack. Was heißt dekadenter Mist? Nein, normalerweise, weißt du, als wir noch normale Menschen waren, haben wir für sowas Gaffertape genommen, Papa. Ja, aber Gaffertape klebt ja nicht doppelt. Doch, wenn man es rumlegt. Ja. Na, dann hol Gaffertape. Nee, jetzt hast du da dein komisches dekadentes Spiegelband. Ja, jetzt machen wir das hier dran. Dekadent, was ist da an dekadent? Naja, Gaffertape. Muss man bitte vom Wörterbuch konsultieren. Ich weiß ganz genau, was dekadent heißt. Ja? Ja. So, jetzt wachsen wir das da dran und von oben verschrauben wir es. Dann kann sich nichts mehr bewegen. Dann wachst das mal da dran. Im Idealfall. Im Idealfall kann sich dann nichts mehr bewegen. Ups. So, du musst hier gucken, dass wir richtig kommen. Ich bin schon wieder vor der Kamera, ich krieg die Krise. Was denn? Ich muss ja arbeiten. Ich bin ja nicht zum Spaß. So. Ja. Aber wenn ich von hier unten filme, dann wirkst du so gigantisch. Ich muss aber hier hin. Du kannst also nicht von unten filmen. Doch. Das kannst du hier filmen. Ja, weil ich gigant bin. Ja, du bist groß. Jetzt verwirren wir wieder alle, von wegen 1,93, Honey Bunny. 1,95, so viel Zeit muss sein. Ja. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich noch 1,95 bin. Na, von der Seite. Meine Seite ist fertig. Jetzt schaut euch das an, wie genialer das gemacht hat hier mit Rundung. So. Sieht man das ja? Mit Rundung und allem. Ja. Jetzt drehen wir noch eine runde Kante dran. Oh, ich schwitze wie eine Sau. Ey, es ist auch arschwarm heute. Das ist abartig. Silikon macht das schon. Ist es schlimmer, hilft Bauschaum immer. Ja. Ohne möglichst alles zu verschmieren, nicht wahr? Das ist doch eigentlich ein Job für die lebende Schraubzwinge, oder? Ja, eigentlich ja. Soll ich mich da wieder draufschrauben? Ja. Warte. Du musst dich da draufstellen. Jetzt hätte ich ja gar nicht gesehen, wie du da hochgeklettert bist. Das sah bestimmt witzig aus. Ja. So, kann ich ja noch mit reinschneiden. Filmst du deine Füße? Okay. Naja, sonst bin ich die lebende Schraubzwinge. Diesmal bin ich das lebende. Das lebende was? Gewicht. 50 Kilo Gewicht. 50 Kilo. So richtig viel war es nicht, aber. Du darfst nicht so doll gegendrücken, dann hält das auch.
So, die Kante noch mal ein bisschen verschleifen. Ja. Ich weiß, dass es da bestimmt solche speziellen Halterungen gibt, aber da die Platte relativ dünn ist, also nicht so dick wie normale Arbeitsplatten, ja, habe ich also auch nicht diese Halterung genommen, sondern habe die unten verschraubt mit dem Schrank. So, hält genauso, verschraubt und verklebt. Aber jetzt kommt der Motivationsguru. Motivationstrainer. Ich musste warten, bis du fertig bist mit Schleifen. Oh, du musst wieder schleppen, ne? Oh, so richtig. Richtig. In meinem Alter. Das habe ich jetzt da noch nicht sauber gemacht. Ich muss sowieso erstmal ranhalten. Ich weiß, welche Seite ich hier machen muss. So, die muss zuerst dran. Das war die Platte, wo ich 2 Zentimeter... Ja, ja, wo du nochmal was dran schrauben musstest, weil du zu viel, weil du falsch gemessen hast. Ich habe nicht falsch gemessen. Also die doch, Platte lag nur dazwischen. Also hast du ich habe schon richtig gemessen. Wenn ich die Platte jetzt mit draufgelegt hätte da auf die Arbeitsplatte, dann hätte sie geklappt. So, ja. Zack, zack, geklebt. Kleben statt bohren. Silikon macht das schon? Nee, das war Kleber. Das, ne? Das war richtig Kleber, ja. Und dann noch umgefummelt mit den Steckdosen. Ja, das ist auch immer schön. Morgen leider. Ja. Wie geil sieht das bitte aus? Papa, wie geil sieht das bitte aus? Ja? Ja. Vor allem, wenn es dann noch hier geölt ist. Achso, dann kommt er noch. Ja, ich sag doch, fall nicht über die Rolle. Ja. Ist das zu kurz, weil es ist falsch aus. Und dann kann ich da schön die Würze drauf stellen. Also wirklich, ja. Und dann machen wir hier noch so. Das bietet sich ja jetzt an. Hier noch so eine kleine Stange, wo man dann so Zeug anhängen kann. Das kannst du machen. Goll. Ja, das Brett ist übrigens richtig schön geworden. Das zeigen wir euch ja demnächst mal in einem... Ja, aber wenn du mit der Kamera nicht so viel wackeln würdest, könnte man das auch schöner sich angucken. Ja, ich habe halt einen Tata gehabt. Ja. Ich habe halt einen Tata gehabt. Hast du einen Gimbal, nimm doch den. Ja, ist aber zu aufwendig. Ach, zu aufwendig. Den jedes Mal raus. Du musst auch ein bisschen Qualität, muss man an unsere Zuschauer denken. Ja, sagt derjenige, der... Da wird einem ja schlecht von. Das sagt der die Kamera hinstellt und mit dem Hintern davor steht. Naja, obwohl, das wollen die Zuschauer ja sehen. Ne? Setz mal fest. Ja, musst du es leicht gegenrücken. So, wenn ich jetzt hier einen 50er reinmache, brauchen wir hier wieder ein Regal. Dann mache ich dir so ins Kopftücher von Stern oder sowas. Habt ihr gehört? Es gibt einen zweiten Teil vom Küchenaufbau-Video. Ach nee. So. Ja! Juhu! Juhu, da können sich alle freuen. Dann baue ich bloß ein Regal, genauso wie das da unten ist. Ja, aber da machen wir dann das sieht mit dem. Ein bisschen anders aus. Machen wir das mit dem Brett noch mit rein und irgendwas anderes. Na, den Schrank muss ich auch noch kürzen. Ach, den Schrank muss ich auch noch kürzen, den ich da gerade baue, ja. Habe ich einen Schrank gekauft, einen Hängeschrank. 30 breit, ja. So. Dann habe ich geguckt, es gibt ja verschiedene Höhen, ja, das habe ich ja gewusst. Aber dass es auch verschiedene Tiefen gibt, das wusste ich nicht. Und der ist natürlich 2 cm zu tief. Also der ist nicht 30 tief wie die Schränke, die wir haben, sondern 32. Ja, also muss der Papa wieder kürzen. So, da du den ja nun schon zusammengebaut hast, kann ich den ja nicht mehr umtauschen. Na, hätten wir vorher dran halten müssen, ja. Na, jetzt, nee, Scheiße. Man hätte vorher mal gucken müssen. Man alle Maße nehmen müssen, nicht nur Tiefe, nicht nur Breite und Höhe. Aber es ist, ich weiß mal auch nicht. Dass IKEA seinen eigenen Kram macht, das wissen wir ja. Aber dass die, das ist ein normaler Küchenschrank hier auch verschiedene Maße hat. Das machen die nur, um einen zur Weißglut zu treiben. Ja, um Sorten rein zu bleiben. Ja, damit man also immer Leute, bei denen kaufen muss. Wenn ihr euch irgendwie mal einen Schrank nachkauft, messt alle 3 Maße. Genau. Nicht nur 2. Ja. So. Du machst die Hängeschränke dran. Ja. Cool. Zack, zack, zack. Wundervoll, dann kann ich die ja einräumen. Zack, 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 zack. Die großen Schrauben. Auch wenn mir jemand gesagt hat, dass die nicht richtig sind. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Wenn die Schränke runterfallen, hat er recht. Wenn sie nicht runterfallen, haben wir Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt. Ja, es ging um diese Fensterschrauben, ne? Ja, wegen dem Bauschaum, dass die ja dann reingesetzt werden und dann kommt ja noch Bauschaum zu halten. Ne? Das haben wir jetzt natürlich in der Wand nicht, aber ja, muss man halt ein bisschen sinnig mit umgehen. Ne? Aber der Bauschaum ist ja auch eher zur Abdichtung.
Ja, ich weiß. Der hält zwar auch, aber der ist ja eher zu abdicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, wie man Schränke einräumt. Ja. Also. Interessiert mich auch nicht. Hauptsache, die hängen. Zumindest hält es erstmal. Feuert nochmal so richtig schön an. Ja. Sieht man jetzt auf der Kamera schön. Ja. Brett ist auch schön. Ja, da habe ich sie, siehst du, da hat der Schmiege den Winkel abgenommen. Mhm, mit so einer alten. Ja. DDR-Schmiege. Ja, nee, das ist. Selbst gebaut, von vor dem Krieg. Nee. Nee, da haben die ja keine Schmiegen benutzt. Doch, klar haben sie Schmiege, das ist ein uraltes Tischlerwerkzeug. Nee, aber bei uns im Haus haben sie offensichtlich nichts, da haben sie es einfach hingemacht. Pass auf, dass du keine Liebe spritzt. Das ist ja Strom drauf, doch, ja? Ja, ist ja Strom drauf. Mal gucken, ob ich da noch ein paar Schrauben drin habe. So, ich wische jetzt erstmal schön ab. Alles schön geölt, jetzt wird schön abgewischt. Und wie geil das aussieht. Neuen Lappen machen. Ja. Wieder neue Öllappen machen. Dann müssen wir ein bisschen Feuerchen machen. Die anderen sind ja schon so ein bisschen verschmort. Ja, jetzt müssen wir wieder einen nachlegen. Ja. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, also muss ich sagen. Gefällt mir. Finde ich auch schön. Also nochmal danke an leimholzplatte.de. Los, Blau. Mm. So, Lieblingspapa und Kabel, ne? Das kann ja was werden. Ja, der Lieblingspapa und Kabel. Ja. Dabei haben die Mädels dir neulich erst gezeigt, wie man Kabel richtig schön aufwickeln kann. Ja, aber was willst du denn die Kabel aufwickeln? Die musste ich in den Stecker reinstecken, damit das Oberteil mit dem Unterteil verbunden ist. Ja, das hast du auch und erstaunlich gut hingekriegt. Da die Zeichnung nicht, die Skizze, die da drauf war, nicht sonderlich aussagefähig war, musste ich das halt probieren. Das hat beim ersten Mal nicht geklappt, aber beim zweiten Mal war es ja dann richtig. Ja. So, jetzt funktioniert der Herd. Jetzt warte ich auf den Kirschkuchen, den ich kriege. Ja, den kriegst du dann. Wenn du ganz fertig bist. Ach so. Kirschkuchen und Belohnbier. Und Belohnbier habe ich ja noch. Ja. Muss ich demnächst mal wieder eins trinken, stimmt. Ja. Kannst ja mit Markus eins trinken. Das noch gut ist? Das steht ja schon seit einem Jahr. Es ist ja eigentlich Staub. Das ist wie so ein guter Wein, weißt du? Das wird immer teurer, je länger es steht. Ach so, okay. Guck mal, funktioniert. Nur nicht richtig. Ja. Und man muss sich nur merken, welcher Knopf für welche Platte ist. Ja. Dann muss man ja nicht zwangsläufig nach dem. Man könnte ja die Beschriftung der Knöpfe umändern. Ja. Ja. Oder einfach so lassen und dann für muss man nicht das Kabel umstellen. Jedes Mal für Verwirrung. Ist die Bauaufsicht da oder was? Ja, ja. Ach so. Na, die war da und hat alles überwacht, aber die stand nicht in der Kamera. Aber sie hat ja auch keine Kommentare gemacht jetzt hier. Ja, doch, aber die waren jetzt nicht so lustig. Ach so. Deshalb habe ich sie rausgeschnitten. Hast du die Bauaufsicht rausgeschnitten? Oh, weia. Ich schneide die öfter mal raus, wenn ja, ich Sachen sage, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Ja. Dabei wollen die Leute ja die Bauaufsicht sehen, die wollen ja auch nicht uns sehen, die wollen die Bauaufsicht dann sehen. Wir, machen dann mal so ein Bauaufsicht-Special, wenn dann alles fertig ist mit ihrer, dann kann sie ihre Mängelliste machen. Ach so. Das müssen wir auch mal machen. Wenn sie mit ihrer Mängelliste darum geht, ja. Ja. Bevor wir die Roomtour machen, machen wir noch ein Bauaufsicht-Special mit ihrer Mängelliste. Mit ihrer Mängelliste, ja, genau. Das können wir dann gleich in den Mietvertrag übernehmen, so Mängelliste. Mhm. Hier fehlt noch eine Platte, hier fehlen die Fußleisten. Ja. Also, wie ihr seht, musste ich nur zwei Kabel austauschen oder zwei Stecker, sagen wir mal so. Du lässt wohl das Ding fallen. Ja, ich bin angeschrien worden, deshalb habe ich den Ton rausgemacht. Weil ich habe dich nicht angeschrien. Du hast mich angeschrien. Das Ding festhalten. Du hast mich angeschrien und deshalb. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Ja, und deshalb habe ich es rausgemacht, weil sonst die Leute denken würden, du bist gar nicht so niedlich, wie du immer rüberkommst. Ich habe dich nicht angeschrien. Ich habe nur gesagt, halte bitte die Platte fest. So hast du das nicht gesagt. Mit Sicherheit. Definitiv nicht. Weil kannst ja halt die Platte fest. Ja, das kannst ja viel erzählen. Ich habe das, wenn der Kind tot ist. Ich bin ja immer nett. Immer nett, ja, ja. Ja. Hart, aber herzlich, sage ich da gerne zu. So, ihr Lieben. Jetzt, das war's mal wieder. Jetzt ist bei uns Kaffeezeit. Wir gehen jetzt Kaffee trinken. Ja, die Bauaufsicht wartet schon mit Kaffee und Kuchen. Genau. Und ihr trinkt euren Kaffee jetzt aus und macht euch auf eure eigenen Baustellen. Nicht immer nur anderen bei der Arbeit zugucken, auch mal selber was machen. Ja, genau. Bei der Gelegenheit könnt ihr das gleich filmen, das bei YouTube hochladen und uns den Link schicken, damit wir uns angucken können. Damit wir mal sehen, was ihr so macht. Genau. Das ist nämlich irgendwie ein bisschen unausgewogen hier, das Verhältnis, finde ich.
Ja, außer mit eigener Hand. Und Mädels at Work. Sehen wir ja nicht viel. Naja, Heidi Luna macht ja auch ab und zu mal Videos, aber keine Bauvideos. Aber auch schöne Videos. So. Ja, also. Mädels, mit eigener Hand, ihr haut richtig ran. Es sind ja bloß noch 2 Wochen oder 3. Ja, nicht mehr lange. Ja. Zeit gleich ziehen wir. Wir drücken euch die Daumen. Also, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann abonniert unseren Kanal, aktiviert das kleine Glöckchen. Lasst einen Daumen da und ein Like und einen Kommentar und einen Klugscheißer-Kommentar. Und hin und wieder lernt man ja daraus, wie ihr gesehen habt, mit diesen Dosenbohrer. Bohrkronen. Ja, mit diesem Dosenbohrer, den habe ich ja wirklich markiert. Ja, weil das ein Tipp von euch war. Ja. Ja, ich putze jetzt noch und dann ist Feierabend für heute. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum nächsten Baublock. Eine schöne Woche, schönes Wochenende noch. Bis nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh, hier siehst du jetzt echt, wie schief die Wände sind. Ja, klar. Das ist schon irgendwie witzig. Das ist der Wand ist so. Die ist nicht rechtwinklig, die ist so. Und machst du den Schlitz hier noch zu? Oder der ist zu. Der ist zu. Der ist silikonisiert. Ja. Was ist der? Silikonisiert. Jetzt seht ihr das mal. Achtung. Seht ihr mal hier, wie geil schief die Wände sind. Wundervoll.